So, dann machen wir weiter, indem wir jetzt mal versuchen, einen Tiefpassfilter in Mikrostreifentechnik zu entwerfen. Und zwar nicht mehr mit L und C, wie wir es eben gemacht haben, sondern das L und C ausdrücken durch verteilte Elemente, also durch Stücke von Leitungen. Jetzt können wir erstmal fragen, macht das Sinn? Und naja, in der Mikrostreifentechnik muss man sich das gut überlegen, ob es Sinn macht. Und das macht auch erst ab gewissen Frequenzen Sinn, also dann, wenn die Wellen klein genug werden. Und man eben tatsächlich signifikant Geld spart, beziehungsweise es die Ls für die Frequenzen eigentlich gar nicht mehr gibt. Das Beispiel, das wir hier machen, wird das nicht ganz treffen. Mit einem Gigahertz oder so, da kommt gleich ein Filter bei raus, das relativ groß wird, aber es ist ja auch bloß zur Übung. So, wie kriegt man L und C überhaupt hin in einer Mikrostreifentechnik? Sie schauen jetzt hier oben auf so eine Mikrostreifenstruktur. Hier kommt eine 50-Ohm-Leitung, das war das, was wir eben mit einem Millimeter Dicke hatten, an. Geht hier weg, also wir sind auf 50 Ohm. Und dann haben wir hier ein L, also es steht für Low, ist ein bisschen doof, das L für Low und für, ne, Spule stehen könnte, das für Spule stehen könnte, also hier ist es Low, denn das, diese Low Impedance, also niederohmige Leitung, die ja sehr groß ist, ist nämlich eigentlich eine Kapazität. Das ist ja eine große Fläche, darunter ist ja die Massefläche. Also ist das, was hier mit L bezeichnet wird, eigentlich die Induktivität, die Kapazität. So, da war schon der Fehler. Ne? Low Impedance Section mit hohem kapazitiven Belag, aber natürlich auch, da es ja eine Leitung ist, ein bisschen Induktivität. Ne? Andersrum High Impedance Belag hier, eine dünne Leitung, die eine hohe Induktivität darstellt. Aber immerhin natürlich noch eine kleine Kapazität hat zu Ground, weil es ist nach wie vor eine Fläche zu Ground. Ne? So, LH, LH und so weiter. Das heißt, wir haben hier also C, also Kapazität, Induktivität, Kapazität, Induktivität, Kapazität, Induktivität, Kapazität, 50 Ohm. Und damit wieder ein Tiefpassfilter gebaut. So, das können wir jetzt entwerfen. Ja, bitte. Stehen da nicht auch Noten dann da drin auf der Fläche? Bitte, was stehen da was? Also ja, das versagt ab einer gewissen, falsche Richtung, das versagt ab einer gewissen Länge. Diese Dinge, das funktioniert nur, wenn diese Dinge hier auch eigentlich klein gegenüber der Wellenlänge sind. Ja? Nur dann können wir wirklich in der Näherung reden von einem C und einem L. Wenn wir die in die Größenordnung der Wellenlänge bringen, Lambda Viertel, Leitung Lambda Halbe, dann müssen wir es ganz anders betrachten. Und dann sind wir in dem Modenbereich. Heißt also mit anderen Worten, irgendwann kommt ja die Frequenz, wenn wir so einen Filter betrachten und wir das tatsächlich auch für hohe Frequenzen mal durchmessen, das wäre dann zwar der Sperrbereich, aber immerhin, da ist er ja. Ne? Irgendwann kommen Sie natürlich in den Bereich, wo Sie hier tatsächlich auch den Leitungscharakter wirklich berücksichtigen müssen. Und dann versagt das Filter eigentlich. Also dann passiert da irgendwas, jedenfalls nichts mehr, was nach unserem Modell mit L und C zu beschreiben ist. Das kann man dann aber auch mal durchsimulieren. So, wie gehen wir vor? Also, nehmen wir mal ein Butterworth-Filter fünfter Ordnung. Das ist die Vorgabe hier. Dann, jetzt brauchen wir die Taschenrechner. Ich brauche Ihre Hilfe. Nee, fünfte Ordnung eben nicht, sondern größer gleich fünfter, nehmen wir die Ordnung 7. Dann finden wir die Werte aus dieser Tabelle. Ich nehme mal einfach nur mal einen Wert hier raus. Das Kappa 1 schreibe ich mal eben ab mit 0,4450. Na, meinten wir noch das Kappa 2 mit 1,2470, ne? 1,2470. Daraus machen wir ja was? Bitte was? Ja, genau. Machen wir also das C1 dann raus. Kann das mal jemand da für mich erledigen? Ach so, ein Gig. Denken Sie dran, das ist hier Omega, ne? Genau. Fünfzig Ohm, ja, das hatten wir eben in der Zeitung, stand ja 50 Ohm dran.
Okay. Es ist wie in einer Kochsendung. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja. Stimmen die 9,9 Nano auch? Ja, wollen wir hoffen, ne? So, und so weiter. Also das ist das, was wir an den Werten daraus hätten rauskriegen müssen. Und das wäre eben auch ein LC-Tiefpassfilter, das so hätte funktionieren müssen. Wir hätten natürlich das Ganze jetzt didaktisch perfekt machen können, wenn das jetzt zufällig genau das Filter gewesen wäre, das wir da eben schon in QX gedesignt hätten. Dann hätten wir das gleich übertragen können. Sie können es gerade mal offline ausprobieren, ob das Gleiche rauskommt. Das sollte eigentlich so sein. Okay, so, jetzt müssen wir uns ein bisschen was vorgeben, in was für einer Technologie wir eigentlich arbeiten, weil wir wollen das jetzt ja umsetzen auf eine Platine. Da sind wir gebunden an die Art und Weise der Platine. Wir haben jetzt gewählt ein HF-Material RT-Duroid 5880. Das steht hier mit einem Epsilon R von 2,2 und einer Höhe von, das ist ein Fünftel Inch, also glaube ich, also ein halber Millimeter dick, ne, das Zeug. Das ist ein HF-Material, speziell für HF ausgelegt, relativ teuer gegenüber einem FR4 oder so beispielsweise, ne? So, jetzt müssen wir wählen, was ist denn unsere High-Impedance-Section und was ist unsere Low-Impedance-Section? Und das wird bestimmt aus der Technologie, die wir zur Verfügung haben, ne? Wir könnten natürlich jetzt hier sagen, ich will 1000 Ohm Mikroschleifenleitung, die ist dann ganz schön dünn. Würde vielleicht nicht unbedingt Sinn machen, ne? Und ich könnte hier sagen, ich will eine 0,2 Ohm Mikroschleifenleitung, das können Sie dann nicht mehr tragen, das Ding, ne? Also, Sie müssen da bei vernünftigem Bereich bleiben, müssen Sie vielleicht hier unseren Laboringenieur fragen oder so, was er da fräsen kann oder was man für eine Struktur vernünftig fräsen kann. Und das würde hier jetzt zum Beispiel ergeben, eine Breite hier von, eine minimale Breite von 0,27 mm. Wahrscheinlich kann er einen Viertelmillimeter noch ganz gut, aber es kommt dann eben nicht auf gerade Werte raus, haha, deswegen, ne? Und hier 7,3 mm nehmen Sie eben als das Maximale, was Sie sich da tolerieren würden, ne? Okay, so, jetzt müssen wir uns angucken, was welcher elektrischen Länge entspricht denn das jetzt und wie lang wird denn jetzt eben die Leitung da in dem Bereich, ne? So, also müssen wir in die Kapazitätsbeläge reingehen und schauen, wie wir jetzt Kapazität und Induktivität umrechnen in Längen. So, die haben wir uns gewählt. ZL und ZH, das war das, was wir eben hatten. Omega C und Omega L, beziehungsweise C und L und Omega ja sowieso, kennen wir eben aus der Tabelle. Und jetzt gehen wir in die Transmission Line Theorie, in das, was wir damals in Anführungsstrichen schon gemacht haben mit den Pi und L Ersatzschalt Pi und T Ersatzschaltungen von irgendwelchen Leitungen, kurzen Leitungen. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir mal gesagt haben, eine kurze Leitung, also eigentlich jede, aber eine kurze Leitung insbesondere, kann man ganz sinnvoll umrechnen in ein Pi- oder T-Ersatzschaltbild mit L und C. Die Formel habe ich im Prinzip hier verwendet. Da geht dann natürlich ein die Länge, die Wellenlänge hier. Da, der Welle auf den verschiedenen Leitungen. So. Wir können, wenn wir das Lambda L hier rüberbringen, das Ganze im Prinzip in Grad ausdrücken. Dann haben wir nämlich hier stehen Arcosinus von irgendwas durch 2 Pi. Das können Sie auch dann, wenn Sie dann nicht 2 Pi nehmen, sondern das Ganze eben nicht in Bruchteilen von 2 Pi angeben, sondern in Bruchteilen von 360 Grad angeben, das wirklich in einen Phasenwinkel umrechnen, die in der elektrischen Länge der Leitung entspricht. Und das ist das, was ich hier auch schon mal vorbereitet habe, nämlich diese Phasenlängen. So. Und jetzt müssen wir in die Technologie gehen. Jetzt müssen wir da tatsächlich gucken, wie lang physikalisch und in Millimeter ist eine Mikroschleifenleitung mit diesen Dimensionen auf dem Substrat, das eine elektrische Länge von 7,7 Grad hat. Beispielsweise. Ja, probieren wir das mal aus. Fangen wir nochmal in dem QX wieder an. Also wir nutzen das. Ich habe das in den anderen Jahren hier auch tatsächlich gemacht, dass ich das habe ausrechnen lassen von Hand. Das sparen wir uns dieses Jahr einfach mal.
Ja, das ist eine ganz gute Übung, das stimmt. Ach so, ich habe hier Chebyshev genommen, deswegen, ich wurde mich gerade gewundert, warum da was nicht passt. Genau, so, das ist mal das Prototypfilter. Das habe ich mir jetzt schon mal gegönnt. Nehme ich also aber einfach als Referenz daneben noch, ne? So, jetzt würde ich eben die Umrechnung hier in die, was ich hier gezeigt habe, die Umrechnung in die elektrischen Längen haben wir gemacht, liegen hier als Tabelle vor. Ich schreibe die einfach mal auf, oder? Dann kann ich sie nämlich gleich wegmachen und Sie können trotzdem weiterarbeiten. Was ist das hier? 31 Grad. Gleich C3 gleich L3 gleich C4, genau. Ist ja symmetrisch, ne? Also wenn wir es einmal gemacht haben, dann müsste es reichen. Das ist hier WH gleich 0, WL gleich, ach, warum ist denn das jetzt nicht drauf? 7,7 mm, ne? 7,3 mm. WH gleich 0,27 mm. Nicht Meter natürlich. Und Epsilon R gleich 2,2 und H gleich 0,508 Millimeter. So, dann müssten wir jetzt da reingehen können. Ja, ich wollte nur gerade noch mal was nachgucken. Das war jetzt eher so offline, was ich da gemacht habe. Also Tools, Line Calculation, nicht Kappel, sondern Mikrostreifenleitung, 2,2. Ach, 7,2, 4,5. 15 Ohm war das. Und das waren 120 Ohm. Die Länge, die wir jetzt hier haben, sind 7,2 mm, ne? Für den. Nee, Quatsch, 4,5. 7,3. Ja, passt. Können wir so lassen. Dann hatten wir den nächsten C33, 19,3. Oh, 0,21 ist das bloß. Habe ich was falsch eingetippt? Ne, passt eigentlich. Ja, gut, ich habe hier natürlich die Dinger noch drin. Okay, 20,5. Und der 56er, Sie sehen schon, das Ganze hat eine gewisse Ausdehnung, ne? So, das hätten wir auch alles etwas einfacher machen können, indem wir hier eine ins Clipboard nehmen. Aber dann kommen die immer mit allem drum und dran rüber. Das wollen wir ja, brauchen wir ja nicht unbedingt.
gönnen wir uns mal ein paar mehr davon. 50 Ohm, Kapazität, Induktivität, Kapazität, Induktivität, Kapazität, Induktivität, Kapazität, 50 Ohm. Ich habe die jetzt nur nach oben geklappt, damit man sie besser sehen kann, ne? So, jetzt müssen wir noch die Breiten und die Längen anpassen. Den mache ich mal, was hatte ich gesagt, was sind das? 1,48. 50 Ohmleitung da mit einer Länge von, ich mache jetzt mal 50 mm. Das Ding hier hat eine Breite von 7,2 hatte ich jetzt gesagt. Und eine Länge von 4,5. Das war nix. Das haben wir 0,21. Eine Leitungslänge von 20,5, richtig. Und das sind 19,3, ne? Ja. Der 56er, ja. Zweite Seite zu machen war blöd. So, was gönnen wir uns noch? Da haben wir eigentlich alles. Wir gönnen uns jetzt hier noch ein paar Formeln. Ah, shit. Und jetzt brauchen wir noch die 4,3. Ja, wunderbar. Damit die Zuschauer zu Hause das vielleicht etwas besser erkennen können, habe ich das mal dicker gemacht. Weiß nicht, sind Sie auch so weit? Oder brauchen Sie, dann nehmen Sie noch ein bisschen Zeit.
Ja, bitte. Und zwar, wie sind Sie in der Tabelle immer auf die elektrische Länge gekommen? In der Relation Grad, Aus den Formeln, die da angegeben sind. Und die kommen ohne Herleitung aus dieser Geschichte. Ich suche noch, da. Ne? Also Sie können jetzt hier eine Leitung natürlich beschreiben, als eine Induktivität würden Sie beispielsweise als Pi-Ersatzschaltung beschreiben und eine Kapazität meinten als T. Und dann haben Sie hier längs immer die Ls da und die Cs hier so quer. Die wir nicht wollen, lassen wir gleich weg. Also diese Cs hier würden wir ignorieren und diese Ls hier würden wir ignorieren, weil wir uns hier nur für das C interessieren. So, und die Herleitung müsste auf der nächsten Folie kommen. Das ist die mit dem hier, Cosinus Hyperbolicus, bla 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 und so weiter. Und dann kommen wir eben auf diese Ausdrücke hier für die ja, kommen wir auf diese beiden, das ist das Entscheidende, auf diese beiden Ausdrücke hier für die Längsimpedanz in der Pi-Ersatzschaltung und die Queradmittanz in der T-Ersatzschaltung. Genau, und da steht jetzt der Sinus Hyperbolicus von Gamma mal L. Gamma ist aber ja Alpha, also der Verlustfaktor, plus J Beta. Wenn wir Alpha mal wegschmeißen, keine Verluste, dann hätten wir hier noch stehen Sinus Hyperbolicus von J mal Beta mal L. Und das J kürzt sich mit dem H vom Sinus Hyperbolicus weg. Das ist mathematisch völlig unrein gesprochen, das weiß ich sehr wohl. Ne? Aber Sinus Hyperbolicus von was rein Imaginärem ist eben der Sinus oder J mal der Sinus von dem Imaginärteil, von diesem rein Imaginären da. Ne? Also können wir hieraus ein J Sinus mal Beta L machen. Das ist das, was Sie eben auf der anderen Seite auch gesehen haben. Ja gut, und dann kann man das auflösen in Richtung L, ne? Oder Beta L. Und das ist die Formel, die ich Ihnen hier schon angegeben hatte. Weil ich hatte ja schon was vorbereitet, ne? Jetzt kommen noch bunte Bilder, aber die wollen wir jetzt noch gar nicht gesehen haben. So, und das kommt jetzt. Also in Worten war das jetzt gerade die Herleitung zu diesen Formeln. So, und jetzt das jetzt in die elektrischen Längen umzurechnen, dafür müssen Sie dann eben die Leitungsparameter kennen. Ne? Also da können Sie jetzt nicht ernsthaft analytisch das umrechnen in wirklich die geometrischen Längen, sondern da müssen Sie jetzt eben die Simulation reingehen, wie lang denn eben so eine Mikrostreifenleitung sein muss, die diese Phasendrehung hat. So, fertig. Ne? Lass mich doch mal gucken. Ach so. Na gut, dann macht denn überhaupt einer mit? Oh Mensch. Ist vielleicht ein bisschen viel Wikipedia im Hintergrund. Sie haben kein 3,4, haben Sie auch nicht definiert gehabt, oder? S3,4 und S3,3. S4,3 und S in Dezibel. Ich muss gerade mal die Brille holen. Da ist er doch. Warum laufe ich denn eigentlich? Ja. Ja, als dB haben Sie es noch nicht definiert. Ich habe das noch in den Formeln mit drin.
zeige ich Ihnen gleich die Formel. Oder sehen Sie die da oben? Genau, sehen Sie da oben. Ja. Die da, ne? Die zwei Zahlen müssen wir noch zufügen. Kann ich das hier nicht irgendwie größer machen? Ja, ne, kann ich. So. Ne, 4,1 wird nicht funktionieren. Das muss 4,3 sein, ne? Einkaufen kann jeder. Ja, nee, nee, es geht Bounty. Hä? Achso, die Bounty. Ich habe Ihnen ja diese eine Antenne da von diesem ne, gezeigt. Aber da gibt es mehrere Beispiele dafür. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, hatte mal einen Studenten, der war im Veranstaltungsbereich sehr aktiv. Also der hat viel so mit Mischpuls und sowas gemacht, so Konzerte und sowas. Ne? Und der war immer zugange mit von einem auch namhaften Hersteller für Mikrofone. Ne? Da gibt es auch so Antennen, dann um die Bühnen da auszuleuchten. Also so etwas breitbandige, weil wohl in mehreren Bändern unterwegs. Und Sie müssen ja für jede Veranstaltung da den Frequenzbereich zugewiesen kriegen. Also relativ breitbandig die Dinge, die dann die Mikrofone, die Signale der Mikrofone von der Bühne abnehmen. Ne? Ja, die waren natürlich dann schön in Plastik eingegossen und sahen irgendwie stylisch aus, die Teile, aber letztlich war es auch nichts weiter als ein Ansatz von der logarithmisch-periodischen Antenne, ne? Was da drin ist. Und das ist für, ach, für Cent ist es auch nicht zu machen, aber jedenfalls nicht für die paar hundert Euro, was verkauft wird. Ne? Nö. Also sie brauchen ein bisschen Know-how, was aber auch, ja, man muss ein bisschen wissen, wie es geht, ne? Aber so schwer ist das jetzt auch wieder nicht, ne? Ja, und dann braucht man, gut, man braucht ein bisschen Equipment, um es messen zu können, damit man die Antenne auch eben wirklich hinkriegt, ne? Ja, und dann eigentlich ein Vermarktungsweg, ne? Also die Mechanik, das ist ja das Wort da, ne? Mechanik ist bei Antennen Thema, ja klar. Ja, aber das kriegst du ja also gerade bei so einer Antenne schon nicht hin. Die können Sie im Zweifel, gießen Sie die in Epoxidharz ein oder so, oder in irgendeinen Kunststoff, der sich elektrisch einigermaßen wohl verhält. Also auch das muss man wissen, aber das ist auch kein Hexenwerk, ne? Ja. So, haben das jetzt viele hingekriegt. So, was sieht man? Ja, das, was ich eigentlich schon gesagt habe, ne? Also nur hier sieht man es jetzt halt auch nochmal. Also es gibt jetzt eigentlich keine, also in dem Bild ist keine neue Information drin. Die Erwartungen werden einigermaßen getroffen. Die grüne Kurve, das ist unser, die Durchlasskurve für unseren Mikrostreifenfilter da, deckt sich hier unten einigermaßen vernünftig mit der roten, also der idealen Kurve des Prototyps, weicht hier in der Grenzfrequenz insbesondere ab. Kann sich einer denken, warum? Na, wir haben die hochohmige Section, den hochohmigen Bereich haben wir als reines L betrachtet, ohne die Cs. Und den anderen Bereich haben wir als reine Cs betrachtet, ohne das L. Das heißt, wir haben eigentlich höhere Ls und Cs, was die Frequenz natürlich ein Stück nach unten schiebt. Ne? Also das ist ein prinzipielles Designproblem. Das könnte man jetzt hier etwas kompensieren, indem man einfach die Dinger halt ein bisschen kleiner macht. Tut man nicht mehr, ne? Aber könnte man tun, dann schiebt man eben da die Grenzfrequenz wieder nach oben. Man hat ein bisschen Verluste da drin. Die Anpassung hier ist besser als 30 dB, also da brauchen wir nicht drüber reden. Man hat ein bisschen Verluste natürlich da drin, weil das Substrat natürlich auch Verlust hat. Aber dann taucht genau das auf, was Sie auch schon diskutiert haben. Unser Modell versagt einfach. Ne? Also die Leitungen sind eben nicht mehr klein. Und mit zunehmender Frequenz weichen die eben von der Vorstellung, das ist ein C und das ist ein L, ab. Ne? Sondern das wird dann eben mehr L und C. Und das tauchen Welleneffekte auf, hier bei 3,5 GHz beispielsweise. So eine 3,5 GHz Welle ist wie lang? Dann nehmen wir 3 GHz und 10 cm. Ne? So, 10 cm, Substrat ist Wurzel 2, also nochmal so durch 1,5, da sind wir so bei 7 cm, sowas um den Dreh, oder 7,5 cm. Kommt nicht auf einen drauf an. Ne?
Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben hier Bereiche, die sind dann, ne, die kommen so in die, also sind jedenfalls deutlich größer als Lambda-Zehntel, ne? Also da kann das Modell nicht mehr stimmen, das wir hier haben. Und deswegen kommen wir hier auch nicht runter auf diesen Verlauf hier, sondern da geht es dann vielleicht über eine Resonanz oder sowas auch wieder hoch. Und da oben versagt es eben total, nicht? Da brauchen Sie dann noch ein anderes Filter für eine Fernabselektion oder so, ne? Dass Ihnen eben das da wegmacht. Im Nahbereich hier aber durchaus 1 Gigahertz, das ist ja schon 2, also bis 2, vielleicht 2,5 Gigahertz, also Faktor 2,5 drüber, funktioniert es aber ganz gut, ne? Und dann müssen Sie irgendwas tun, was eben dann wirklich, entweder das obere ist schon gar nicht mehr da und kann Sie gar nicht mehr stören, ne? Oder Sie müssen noch irgendwas unternehmen, damit das, diese Signale auch gedämpft werden, die da eventuell stehen könnten, ne? Gut, das Schöne an dieser Technik ist, das kann man nicht nur mit Mikrostreifen ausführen. Hier habe ich es nochmal in fertig gezeigt mit einer etwas anderen Simulation, aber es steht nochmal dasselbe drin wie das, was wir gerade erlebt haben. Man kann das auch in Koax machen. Ja, da wird dann, ich wollte das mal ins Labor machen, das ist aber dann mechanisch sehr aufwendig, ne? Sie nehmen eine Röhre, also eine Röhre mit einem Leiter innen drin ist ja eine Koaxkabel, ne? So. Ich wollte das machen, deswegen finden Sie da drüben auch so viele Kupferrohre, ne? Ich wollte hier so ein Wasserrohr nehmen aus Kupfer und da rein jetzt so Sections machen mit, auch das hier ist eine hochohmige Leitung und eine niederohmige Leitung, ne? Also hier L, C, L, C. Das kann relativ viel Leistung ab, das Ding. Ist dann auch einigermaßen, das hier jetzt mal gezeigt, relativ kompakt. 12, können Sie ausrechnen, 30, 70, 90, 9 cm, 11, 12, na, so 13, 14 cm oder sowas. Lang ist das. So viel größer gar nicht, ne? Und dann hätten Sie jetzt so einen Koaxfilter, machen Sie noch Anschlüsse dran, N oder SMA. Dann haben Sie eben aus diesem Ding hier einen Koaxfilter gebaut. Den Innenleiter müsste man aber, den kann man nicht aus einzelnen Rohrstückchen oder so zusammensetzen. Den muss man eigentlich aus dem Vollen drehen. Das macht es teuer und aufwendig sicherlich und für uns fürs Labor kaum nutzbar, ne? Also cool wäre es gewesen, man könnte die, aber das haben wir einfach mechanisch nicht hingekriegt, nicht sauber genug. Man könnte hier einfach einen Kupferdraht nehmen oder eine Kupferstange nehmen von 4 mm oder sowas, das ist ja schon ein bisschen was. Und dann würde man diese dicken Dinger hier aus anderen Rohren machen, die man dann einfach sinnvoll dran lötet. Aber das kriegt man nicht hin. Und das Ganze dann auch noch vernünftig zentriert, Sie sehen hier Spacer angedeutet, vernünftig zentriert da reinbauen, damit die nicht dann irgendwie durchhängen oder da irgendwie dann doch hier mal dichter dran sind und da weniger dicht, dann stimmt der ganze Kapazitätsbelag und so nicht. Das haben wir so einfach für einen Laboraufbau nicht hingekriegt. Und nächstes Jahr, wollen Sie? Ja, machen Sie? Ja, ne? Also es hat auch, ich meine, es hat auch schon mal, oder der Patzer hat zum Beispiel solche Filter. Bitte? Ja, das habe ich ja gesagt. Man müsste das aus so einem vollen Block drehen. Das ist aber teuer, aufwendig und ich möchte jetzt im Labor nicht unbedingt eine Dreharbeit daraus machen, ne? Aber auch hier kommen Sie im Bereich, da ist die Mechanik eben oder der Aufbau und der Mechanik eben entscheidend, ne? Aber damit kann man das eben, so ein Filter auch bauen. So, hier habe ich das auch nochmal simuliert. Unterschiedliche Bereiche hier mit Qux auch gemacht. Also auch das würde ohne weiteres funktionieren. Und hier sehen Sie die Modenverteilung, simuliert habe ich sogar auch nochmal. Sehen Sie die Modenverteilung hier für das Tiefpassfilter bei 0,5 GHz, da geht es schön durch. Also überall, wo es nicht grün ist, ist eigentlich gut, weil da nämlich fällt, entweder positiv oder negativ durchgeht. Bei 0,9 ist im Grenzbereich und bei 1,8 GHz sind wir im Stoppband und da wird dann alles hier reflektiert. Also simulieren kann man es auch als Vollwellensimulator, ganz wunderbar, so in Koaxleitung oder so. Eine schöne Sache eigentlich. Schön wäre es, wir könnten jetzt auf der Theorie wirklich der Filter aufbauen und vor allen Dingen auch auf der Transformation von Frequenzen aufbauen. Das gelingt uns nur, weil Sie es, glaube ich, nie gemacht haben, nur bedingt. Ich sage Ihnen jetzt eigentlich nur so viel: Aus einem Tiefpass, also aus einem Prototyp-Tiefpass, kann man durch die entsprechende Transformationsfunktion für die Frequenz jedes andere Filter generieren. Also wenn Sie das Tiefpass als Mutter aller Filter vorliegen haben, dann
können Sie mit dieser Formel einen Bandpassfilter daraus machen, wenn Sie das in die Frequenzantwort einsetzen. So, also anstatt Omega setzen Sie B von Omega ein und dann folgen daraus andere Zusammensetzungen der Elemente und plötzlich wird aus einem L ein L und ein C und aus einem C ein auch L und ein C. Ne? So, das könnten wir noch mal probieren. Das sehen wir auch relativ schnell im QX, wie das geht, denn der sieht das auch vor. Also es ist vielleicht ein bisschen lahm, hier über die Fehlersynthese immer zu gehen. Wir gönnen uns dann mal einen Bandpass. LC P-Type bleibt. Gehen wir mal auf den Chebyshev. Ordnung würde ich mal 5 nehmen, damit es ein bisschen mehr wird. Startfrequenz nehmen wir meinetwegen mal 10. Stopp 12. So, dann hat er das schon alles für Sie getan. Und ich gehe einfach phänomenologisch mal ran. Also die Werte hier sind jetzt nicht so richtig klasse. Ne? Also das würde man nicht ernsthaft designen wollen mit einer... ne? So, hier 48 Femtofarad. Das ist irgendwie etwas schwieriger. Ne? Ja. Okay, also wie gesagt, das würde ich jetzt nicht unbedingt so mit diskreten Elementen aufbauen wollen, weil es wahrscheinlich schwierig wird, das eine oder andere Teil davon käuflich zu erwerben. Ne? Also müsste man eine andere Technik nehmen. Aber man könnte ja zum Beispiel C auch so bauen, dass das C einfach nur zwei Leitungen sind, die so aneinander im richtigen Abstand sind. Das ist auch eine Kapazität, ne? Auch eine geringe. Zum Beispiel. Wir werden einen etwas anderen Weg gleich gehen. Was Sie nur sehen, ist, dass eben aus den Serien Ls Serien LCs geworden sind. Die haben halt einen gewissen Durchlass und die haben hier einen gewissen Sperrbereich. Ne? So, also so kann man sich dann phänomenologisch so einen Bandpassfilter auch hindichten. Ich werde das Ganze hier mal einmal simulieren. Vielleicht haben Sie es auch getan oder tun Sie es auch. Fill BP. Also Sie sagen mir immer, wenn Sie mehr Zeit haben wollen, ne? Machen wir es mal gleich dicker. Nein, dieser Zeithorizont war nicht gemeint. Was man mich auch immer falsch verstehen muss. Ich nehme auch einen anderen Frequenzbereich hier. Also Sie wissen, dass die Tonspur da den Kollegen zur Verfügung gestellt wird, ne? So, ich hätte die Skala etwas anders gemacht. Sie sehen hier, wir haben wieder das Passband-Ripple von einem dB erlaubt. Das heißt, wir haben eine miese Anpassung da an der Stelle, die uns wahrscheinlich Probleme macht. Wir haben es trotzdem mal so gelassen. Kann auch 0,5 oder sowas nehmen. Soll ich mal machen? Vielleicht glauben Sie mir, ne? Also wenn ich 0,5 nehme, dann sackt er weiter runter. Sie sehen, die Passband-Ripple hier ist alles ideal. Es kommt auf 0, was in der Realität natürlich nicht passiert, weil Sie immer Verluste drin haben. In der Theorie kriegen Sie natürlich 0 Verluste hin, ne? Und dann haben Sie hier ein wunderbares Bandpassfilter. Bitte? Aber wir haben jetzt schon wieder, was sind das jetzt, 7 dB oder 5 dB, wo da jetzt Absenkung drin ist? Also nee, eben gerade nicht. Also Moment, ich kann ja mal hier den Durchlassbereich mir genauer angucken. Dann beantwortet das doch wahrscheinlich auch Ihre Frage. Die linke Achse machen wir mal hoch bis 0, fangen an bei minus 10 und nehmen eine Schrittweite von 1. Übel nehmen. So. Ne? Ich habe es reingezoomt. Das ist die Reflexion hier. Ne? Also 7 dB des Signals, das ist wie viel Prozent der Leistung? Ich bin 2,6.
7 ist doch 10 minus 3, oder? Da sind wir uns doch einig. So, und 10 minus 3 ist doch mal 10 durch 2, ne? Also 5. Also ist 7 dB ein Fünftel der Leistung. Sie sollten aber nicht gar nicht so weit weg sein, sie sollten treffen. Also das Wissen aus dem Anfang dieser Vorlesung darf man hier durchaus verwenden. Man darf. Also es ist jetzt hier nicht Schach gegen sich selbst. Ne? Ja, also alles, was man weiß, kann man auch verwenden. Man hätte auch schnell zum Taschenrechner greifen können. Also ein Fünftel der Leistung kommt hier zurück. Ne? Aber hier oben, jetzt können Sie mal gerade das mit dem 1 dB ausrechnen, wie viel Leistung hier eben gerade nicht durchgeht. Ne? Hier oben haben Sie einen Durchlass. Also da haben Sie wirklich 100% Durchlass, 0 dB. Und hier haben Sie 1 dB Verlust. Und 1 dB ist was? Das ist 10 minus 9, ne? Also 1 ist 10 minus 9, also mal 10 durch 2, durch 2, durch 2 ist 1 Achtel, ist 1,25, was ich leider jetzt 80%. Ne? Was man auch einfach hätte anders ausrechnen können, weil man wusste ja, dass 20% zurückgehen, also müssen ja 80% durchgehen, es geht ja nichts verloren, ne? War nicht zum Vorführen gedacht, also Sie vorzuführen gedacht, sondern war zum, was man, ne? Also das alles war als Beweis gedacht, dass das eben alles irgendwie ineinander greift, ne? Und das es auch stimmt, schlichtweg, ne? Was man hier, zumindest das, was man simuliert, wo kriege ich mit L und C, habe ich ja eben schon gesagt, sicherlich kein Bandpassfilter für diesen Bereich hin, ne? Wie wegkriegen? Ja, tun Sie doch auch. Es kommt ja auch nichts durch. Also das ist ja, das zwischen 10 und 12 kommt ja durch. Das ist ja genau das, was Sie wollen. Alles andere geht, das ist wie Maß, ne? Gibt verbrauchte Energie sofort zurück. So, und das ist auf den Seiten da. Diese, was Sie mit der, das Filter ist nicht dafür verantwortlich, was Sie mit der Leistung, die hier links und rechts reflektiert wird, tun. Das ist nicht Aufgabe des Filters. Das können Sie in der Eingangsimpedanz Ihres Generators abheizen. Wahrscheinlich, was immer jetzt die Eingangsimpedanz Ihres Generators ist. Wenn der Generator ein Endverstärker ist beispielsweise, dann heizen Sie das in dem Transistor ab, diese Leistung, die hier eventuell der Verstärker erzeugen würde, ne? Aber eben nicht los wird, weil das Filter es nicht durchlässt. Das ist dann Wärme. Das ist aber wahrscheinlich wenig, weil das hier gar nichts ist. Oder wenn es eben eine Antenne ist, Ihr Generator, dann würde der eben, ja, dann würde eben das mal die Welle mal in die Antenne reingucken, bis zum Filter kommen, das da doof finden und wieder zurückgehen. Also wieder abgestrahlt werden, weil die Eingangsimpedanz Ihrer Antenne ist der Strahlungswiderstand, ne? Wenn Sie eine gute Antenne haben. Wenn Sie eine schlechte Antenne haben, dann ist das irgendwie der Substratverlust. Ne? Kann man massiv nutzen, dieses mit dem Scattering, also Zurückstreuung oder sowas, dann an der Antenne von Energie, die man nicht, die nicht reinkommt, bei RFIDs. Allerdings dann nicht über so eine Filtertechnik. Ne? Gut, haben wir auch. Es ist so schön heute. Wie nutzt man was? Jetzt, wollen Sie mich jetzt nur irgendwo vom Thema abbringen oder wollen Sie es wirklich wissen? Wenn Sie es wirklich wissen wollen, dann... Ja, pass auf, Sie wissen, was UHF RFID ist. UHF ist unheimlich hohe Frequenz, ne? Also Ultra High Frequency. RFID, Radio Frequency Identification. Sie haben da so einen Brüller in der Regel. So eine Antenne. Und Sie haben hier Ihren kleinen Tag. Der hat auch eine Antenne und dahinter hat er einen IC. Ne? So, was macht der? Der bläst Ihnen hier jetzt erstmal Energie raus. Weil der hat ja keine Batterie, gar nichts. Ne? Der hat keine Energieversorgung. Der nimmt jetzt das Feld, das hier kommt,
macht im Prinzip eine Gleichrichtung, macht eine Frequenz, eine Spannungsverdopplung und so weiter und versorgt erst einmal sein IC dann mit Strom. So, das ist erstmal das allererste. So, jetzt, aber das nützt ihm ja noch nichts. Also nur dadurch, dass der jetzt plötzlich Strom hatte, hat er ja noch gar nichts gewonnen. Ne? Da kann der sich freuen, aber da hat keiner was von. So, was wir haben wollen, ist, dass da irgendwas zurückkommt. So, was macht der also? Der schaltet jetzt auf seine Antenne unterschiedliche Impedanzen. Also das macht der IC hier, der bedient diesen Schalter, das soll ein Schalter sein. Ne? Also ist natürlich kein Relay drin, dass das klar ist, ne? So ein Halbleiterschalter oder sowas. Ne? So, sehen wir mal an, der schaltet das hier jetzt auf Z0, also wirklich angepasst. Dann haben Sie relativ wenig Reflexion hier. Das heißt, die ganze Energie geht hier rein und ist dann verbraten. Jetzt schaltet der das aber meinetwegen hier auf den Kurzschluss oder auf den Leerlauf, kann er auch machen. Ne? So, dann ist die Antenne ja nicht angekoppelt und was macht sie? Strahlt zurück und dann können Sie hier über eine Empfangsantenne da was rauskriegen. Ne? Das heißt, der moduliert im Prinzip das Feld und Sie sehen das hier am das heißt Lesegerät, ne? Am RFID-Reader, am Lesegerät auch. Bitte was? Ja, 400 und ein paar oder bis in den 900er Bereich Megaherzen jeweils. Ist für die Logistik, Logistik mit der Schnittstelle zum Endverbraucher, also sprich für irgendwelche Läden und Verkäufer und so ganz interessant. Ne? In der Bekleidungsindustrie nutzt man sowas teilweise, heute schon, dass eben da die Blusen oder Hemden, Hosen, sonst irgendetwas, dass die eben solche Tags haben. Die sind nicht ganz klein, die sind so, weil das ja eine Antenne sein muss, die auch einigermaßen gut ist. Ah, können Sie mal eine mitbringen nächste Woche? Ja, genau. Ja, Moment, das ist HF. Das ist das 13 Megahertz Ding. Das haben Sie auch zum Beispiel in Ihrem Bibliotheksausweis und so. Ne? Das funktioniert ja, vom Prinzip her ähnlich, nur ist das eben keine wirkliche Funkstrecke, sondern eigentlich eine Trafostrecke. Ne, weil Sie ja da wirklich eine Nahbereichskopplung haben. Ne? Ich rede hier tatsächlich von... Ich habe welche zu Hause liegen. Nicht? Ich rede hier tatsächlich von UHF RFID, wo wir hier über Meter reden, also tatsächlich auch Fernfeld reden, nicht? 5-7 Meter und so geht das. Und dann haben Sie hier Antennenstrukturen, also wirkliche Antennen. Die müssen flexibel sein, die müssen in die Kleidung reinpassen und so weiter. Und damit könnte man beispielsweise so ein ganzes Lager oder sowas über so ein Lesegerät abfragen. Ne? Stellen sich irgendwo hin ins Lager und dann einmal hoch und runter gescannt und dann, da gibt es auch Protokolle dafür, wie die Tags antworten dürfen, welcher Tag antworten darf, nicht? Weil wenn alle gleichzeitig antworten, dann ist ja auch wieder Mist, dann kommt irgendein Müll an, ne? Sie müssen der Reihe nach abgefragt werden können und so. Also in der Theorie tut das heute noch keiner. Nehmen wir mal an, im Lebensmittelhandel, im Supermarkt hat jeder Joghurtbecher und jede Mehltüte oder sowas so ein Tag. Dann können Sie das in Ihren Einkaufswagen fahren, dann fahren Sie durch so ein Gate durch, der scannt in Sekunden schneller einmal Ihren Einkaufswagen durch und dann kriegen Sie die Rechnung. Also ginge das, nur sind diese Tags auch nicht ganz billig. Wir reden im Lebensmittelbereich ja dann auch über Cent- oder Subcent-Kosten, die da erzeugt werden dürfen. Und wenn Sie hier was haben, was dann irgendwie 10, 20 Cent kostet, sind Sie ja schon raus. Ne? So. Aber bei hochwertigen Gütern könnte man das machen. Es würde auch die Logistikkette eben deutlich vereinfachen können. Mal gucken, was denn so in der Zukunft kommt. So, also, wir haben jetzt erst einmal einen Bandpass gebaut und ohne das jetzt groß mathematisch auseinanderzunehmen, könnten Sie jetzt auch hier einen Bandpassfilter so aufbauen, dass Sie daraus seitengekoppelte Mikrostreifenleitungen machen. Das sind alles hier wieder verkoppelte MSs, also Mikrostreifenleitungen, die von der Länge her ca. Lambda halbe lang sind für die Durchlassfrequenzen, sodass die dann in der Lambda-halbe-Resonanz sind und dann eben die Welle von hier nach da tunneln kann, während wenn die eben nicht in Resonanz sind, dann die Welle reflektiert wird. Wir haben wieder die Situation der Gegen- und Gleichtaktimpedanz hier und die passenden Wellen brauchen wir auch und ich glaube, der Qux kann das auch. Dann probieren wir das auch nochmal aus, ob wir da was Ähnliches hinkriegen können in der Technik. Qux-Filter. Nehmen wir mal
Coupled Microstrip machen, dass wir auf dem Substrat, das wir eben auch hatten, genau 2,2, 0,508. Das können. Oh, Filter can't be created. Was will er mich jetzt nicht machen lassen? Okay, auf 9,8 kann das. Na, wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Erstmal einen Wurf haben. Achso, ja, dann gucken Sie einfach, genießen Sie einfach die Show. Es taucht ohnehin wahrscheinlich nicht ganz so viel. Also ich habe ja einfach mal so ein Substrat, auch das Substrat rausgegriffen. Die Größen, ja, die Abstände hier sind hier irgendwelche Mikrometer, ne, 70 Mikrometer, 230 Mikrometer. Also wir würden hier in der DRBW an unsere Grenzen kommen. Übel nehmen. Bitte? Das ist dieselbe, es sollte eigentlich dasselbe Filter sein wie das, was wir hier eben hatten. Und wenn ich das jetzt hier einpacke, dann kommt hoffentlich auch das gleiche raus. Naja, so sieht's aus, ne? Also ja, hat in den Grenzen dessen, was man so jetzt erwarten würde, funktioniert. Ich habe hier jetzt einen Butterworth genommen, deswegen ist es flach. Das war jetzt aber eher eine wilde Rumprobiererei, weil es eben sich nicht entwerfen ließ. Habe ich halt ein paar Parameter geändert, bis es dann irgendwie ging. Ne? Ja, deswegen ist das hier flach. Es ist ein bisschen schmalbandiger geworden. So ist es halt. Ja, genau. Das ist genau das Bandpassfilter, das es beim LNA auch gab. Soll ich nochmal zeigen? Oder erinnern sich alle? So, hier haben wir ein Ergebnis. Das Problem bei den Dingern ist, bei uns haben wir es jetzt, glaube ich, nicht mehr so gezeigt, weil der Frequenzbereich nicht drin war. Wenn die Lambda-halbe Resonanz durchlässt, dann lässt ja die 3,5 Lambda-Resonanz auch durch und die 5,5 Lambda-Resonanz auch und so weiter und so fort, weil die ja zu ähnlichen Feldverteilungen führen. Und das ist das Ergebnis. Ne? Das heißt also, die harmonischen wäre das jetzt beispielsweise ein Bandpassfilter, das am Ende einer Verstärkerkette ist und danach kommt die Antenne, wäre das eigentlich ziemlich doof. Also mindestens das, was hier in der Theorie dabei rauskommt. Weil nämlich das, was sie am meisten stört, weil es nämlich am meisten durch die Nichtlinearitäten im Verstärker erzeugt wird, sind harmonische. Ungradzahlig harmonische. So, was lässt das Ding am besten durch? Ungradzahlige harmonische. Ne? Also da muss man sich noch zusätzlich was überlegen, also nochmal einen Tiefpassfilter drüberlegen oder man muss dieses Filter etwas anders bauen, sodass eben genau diese Resonanz hier, das geht schon, diese Resonanz hier eben nicht bei der Dreifachen liegt, sondern vielleicht bei der 3,5 oder 2,5 oder so. Ne? Also da stört es dann weniger. Ja. Ja, aber irgendwann macht auch der Verstärker nichts mehr. Ne? Also der Verstärker bei 10 GHz, der macht ja nicht 312 Oberwellen. Ne? Sondern der hat dann ja irgendwo 3, 5, dann sind wir ja schon bei 70, bei 5 sind wir schon bei 50 GHz. Dann müsste erstmal einen Transistor finden, der da überhaupt noch was verstärkt. Ne? Also. So, ich habe hier auch nochmal, da ist ein Beispiel aus einer auch Vollwellensimulation. Na gut. So, um das nur kurz zu zeigen, ohne jetzt wirklich in die
in das Design einsteigen zu wollen. Auch das kann man in Hohlleitern ganz gut machen. In Hohlleitern kann man selbstverständlich keinen Tiefpass bauen. Warum nicht? Trick question. Nee, das ist ein Hochpass. Ein Hohlleiter ist ja schon ein Hochpass. Er hat ja eine untere Grenzfrequenz, unterhalb derer sie gar nichts reinkriegen. Also ein Tiefpass mit Hohlleitern designen zu wollen, muss in die Irre führen. Ja. Naja, und da kann man eben jetzt auch nochmal sehen, das ist auch mal Vollwellen simuliert hier. Da sieht man eben die Welle, wie sie da durchgeht. Ja, soll der Illustration dienen. Gut, was haben wir jetzt gemacht? Das Kapitel passive Elemente ist damit auch einmal abgeschlossen, für mich mindestens. Wir haben einige passive Komponenten kennengelernt. Wir haben uns einige etwas auch komplexere Komponenten angeguckt. Wir haben so ein bisschen was entworfen selber und einfachste Schaltungen kennengelernt, also einen Splitter oder Leistungskoppler. Einen einfachen Koppler, damit haben wir heute angefangen, den haben wir mal entworfen, also einen einfachen Leitungskoppler, der auch noch rückwärts koppelt. Ne? Ja, SRW-Filter haben wir uns angeguckt. Wir haben uns vor allen Dingen Filter, analoges Filterdesign angeguckt, mit Hilfe einer Tool-Unterstützung. Ja, aber der hat uns eigentlich auch nur das Taschenrechnergetippe abgenommen. Ne? Also verstanden haben wir es hoffentlich selber. Und ja, also zumindest einige Stücke haben wir verstanden. Ne? Was wir komplett ausgespart haben, ist so ein Best-of. So, weiß ich, man mag das jetzt irgendwie sehr kritisieren, dass das nicht vorkommt. Also Zirkulatoren und Direktoren, die alle auf ferrimagnetischen Eigenschaften beruhen. Ein Director ist eine Leitung, die nur in eine Richtung durchlässt und in die andere sperrt. Und ein Zirkulator ist ein Gerät, das aufgrund einer magnetisch vorgegebenen Vorzugsrichtung nur in eine Richtung durchlässt oder weiterleitet. Ich male das als Schaltzeichen nochmal hin. Also ein Dreitor, das dann so vorgegeben ist. Das heißt, wir haben hier Tor 1, Tor 2, Tor 3. Wenn eine Welle ankommt, hier, dann geht die nach Tor 2, nicht nach Tor 3, weil nämlich die Phasendrehungen eigentlich genau so sind, dass die Welle in dieser Richtung mit der Welle, die so rumgehen würde, also es ist jetzt hier nicht dann so, ist keine Röhre, die so gebogen ist oder so da drin ist, sondern da ist einfach nur ein ferrimagnetisches Material drin mit einem Permanentmagneten, sodass das Ding eine Vorzugsrichtung kriegt. Und der würde zum Beispiel hier eine gewisse Phasendrehung bekommen, die dann gerade 180 Grad mehr ist, wie die Welle, die in diese Richtung geht, sodass es hier gerade eine destruktive Interferenz gibt. Ne? So, deswegen ist das weg. Und die Welle hier, die hier kommt, die kommt nur dahin. Und die Welle, die hier kommt, die geht da wieder hin. So, wo nutzt man das oder wo könnte man das nutzen? Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Antenne dran. Dann könnten wir hier den Low-Noise-Amplifier hinbauen, also den RX-Teil, den Empfänger. Und wir könnten hier den Power-Amplifier hinbauen. TX, und der würde senden und würde seine Energie an die Antenne abgeben, auf dem blauen Weg, hier blau bezeichneten Weg. Die Antenne würde abstrahlen und was die Antenne empfängt, würde sie an den LNA geben, da wo es nämlich hin soll. Also hätten wir hier so eine Sendefrequenzweiche drin. Steht und fällt mit zwei Dingen. Punkt 1, das Teil hat natürlich auch nur eine endliche Isolation. Ne? Also es gibt natürlich auch ein bisschen Welle oder ein bisschen Energie, die hier hingeht. Also ganz null wird es halt nicht. 20 dB ist so ein Maß. Ne? Also 1% kommt immer noch da an, heißt das. Und die Antenne spielt natürlich auch eine Rolle, denn das, was die Antenne von dem Blauen hier reflektiert, ist ja letztlich das, was in dem Einsatzweig ist und dahin geht. Also mit anderen Worten, würden Sie hier mit einem Seitenschneider die Antenne abschneiden, kriegen Sie plötzlich alle Energie vom Power Amplifier doch in den LNA, ne? Weil ja alles an dem Leerlauf, der da entsteht, zurückreflektiert wird. Also, ich sage nur, das ist die Konsequenz. Und
ist, wäre die Konsequenz. Ne? Aber lässt sich zum Beispiel bei RFID-Readern, wenn Sie ein monostatisches Design, also mit einer Antenne so einen Reader aufbauen wollen, nicht anders machen. Ne? Also Sie können es halt in der Frequenz nicht trennen, weil der Tag kann ja nur modulieren und nicht in der Frequenz verschieben oder sowas. Ne? So, also was wollen Sie da tun? Können Sie es ja nur aufgrund der Richtung trennen? Und das ist eben so ein Zirkulator, der das macht. Ne? Ja, dann weiß man ja nicht, wenn es Ihnen in die Hände fällt, da, Ihnen würde ich das zutrauen. Ja, aber ich würde Ihnen zutrauen, dass Sie das durchschneiden, um mal auszuprobieren, ob das Lesegerät wirklich kaputt geht oder so. So, machen wir Pause, ne? Treffen wir uns gleich im Labor wieder. Danke, danke, danke.